eiskalten Tag im Schnee können sich hier die Leute im lieben Montafon in St. Gallen hier mit Jagertee und Oli Musik aufwärmen. Wie heiß es bei einer Après-Ski-Party zugehen kann, finden wir nun heraus. Heute im Limo und du bist leidenschaftlicher Skifahrer. Wo gehst du denn immer? Ja, meistens Walsertal und Montafon. Hast du auch Geheimtipps für uns? Einfach üben, viel einfach üben, probieren und nie auf jemanden zurückhalten lassen. Einfach das Ding durchzuhören, Vollgas geben. Wir feiern hier im Limo auch die Après-Ski-Party. Wieso feierst du denn hier? Weil es einfach geil ist. Limo ist einfach das Geilste, was es geben kann. Junge, Alte, da können alle dabei sein, es ist einfach nur geil. Ja, weil heute eben Oldie-Abend ist, stehst du als Junge eigentlich auf diese Musik? Eigentlich eher auf Hip-Hop, aber sonst ja. Das Party machen ist einfach geil. Im Limo geht eigentlich jeden Donnerstag die Party ab, da haben wir Oldie-Abend, der ist mittlerweile, glaube ich, revolutionär, seit 20 Jahren oder noch länger und wir halten diesen Level. In der Region ist es eigentlich auch das Inlokal, muss man ganz ehrlich sagen, und ja, naheliegend, dass die jungen und die alten Leute herströmen und sich das anschauen wollen. Sind hier eigentlich nur Montafoner vertreten oder kommen auch andere Leute von anderen Ländern oder auch von außerhalb hier? Im Winter sind wir total international durch die Urlauber. Und im Sommer und im Herbst haben wir von Bregenz bis, ich würde mal sagen, bis ins Tirol rein Gäste. Also das ganze Ländle ist vertreten. Und Sebastian, du bist ja der Eventmanager. Was bietet hier das Montafon für die ganzen Gäste? Also wir haben Après-Ski vom Nachmittag weg, am Abend gewisse Live-Acts. Dieses Wochenende ist Deep Lucked am Samstag, nächste Woche am Samstag Udo Child. Und danach werden wir einfach im Internet schauen, weil alle wissen nicht auswendig.